Ja, sehen wir wieder, nachdem wir letztes Mal die Hauptbosse gnadenlos vernichtet haben. Begeben wir uns an die letzten Nebenbosse und so traurig das auch ist, dann haben wir es erstmal. Bis dann vielleicht zumindest irgendwann mehr Content da ist, sag ich mal. Ist dann einfach nicht mehr wirklich was zu tun, bis auf, ja. Gibt hier und da, was man natürlich noch farmen kann, irgendeine Rüstung, Rüstungsteile, die wir vielleicht noch nicht haben, die man farmen kann. Diese Figuren, die ja jeder, oder fast jeder Gegner kann ja eine Figur fallen lassen, inklusive der Bosse. Ja gut, das ist aber dann so ein extrem gefahren. Ja, das ist dann, genau, das ist dann halt wirklich nur noch, wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da müsste man halt wirklich hingehen, für so ein paar Sachen wirklich hingehen und Dingens halt bauen. Mob farmen, weil du ja teilweise so viel Schleim von Magma-Schleim brauchst, um so ein Boss-Beschwörungs-Item da zu bauen und Zeug zu machen, hast du nicht gesehen. Das kannst du ja so gar nicht bauen. Wo müssen wir denn jetzt hin überhaupt? Da rechts hatte ich mal so ein Totenkopf-Eier Icon hingemacht, da müsste das sein. Nämlich dann Magnerus oder irgendwie sowas. Weiß ich gerade nicht, wie der heißt. Aber Magnerus, das hört sich eher an wie. Ja, irgendwie. Wie ein, Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das ja, hier auf jeden Fall. Hier nämlich kann man dieses Item hier benutzen, glaube ich. Oder nachdem es auf den. Ach ne, das war richtig anscheinend. Den da. Oh! Den meinte ich. Malugas. Genau das, was ich sagte. Aber der ist eh korrupt, da muss man den Namen auch nicht merken. Ich stehe im Feuer, war nicht so gut. Au! Der ist doch gar nicht vorbei! Der ist doch nicht vorbei. Der sieht doch cool aus, ey. Die Attacke von dem hier. Boah, zack, die Fresse. Und ich meine, da sind wir natürlich jetzt hart überpowered für. Aber er ist cool. Fehlt mir. So muss eine normale Kiste fallen. Ach, eine Malugas Figur auch. Ja, haben wir das auch schon wieder erledigt. Und dann gibt es den Nebenboss im Wassergebiet. Den haben wir auch noch nicht. So, wieder zurück zur Base, denke ich mal, ne? Ist er? Jetzt erstmal wieder zurück zur Base. Muss man ganz kurz hier mein Inventar versuchen, ein wenig frei zu räumen. Was für Scheiße aufgehoben habe. Müssen wir so ein bisschen was rausschmeißen. Genau, wie? Wie ist das dann Morpha? Morpha? Genau. Scannen wir mal nach Morpha. Morpha ist, da müssen wir unser Boot dann wieder mitnehmen. Geil ist, ich habe jetzt für meinen Raum einen zweiten Thron. Ich glaube, ich hatte eben noch welche irgendwo in der Kiste, müssen eigentlich auch noch welche liegen. Sieht zwar kacke aus, aber ich habe zwei Drohne. So, Boot am Start. Bett auch, vorsichtshalber. Bett habe ich auch, habe ich ja nicht rausgetan. Ja, ich brauche nur vorsichtshalber. Ja. Hab dann noch also wieder ab an den Strand.
Ja, man haben nur Zuschauer oder auch mal wenigstens dann alle Bosse dann gesehen, die bisher verfügbar sind. Bis auf zwei. Zwei Stück werden wir nicht machen. Dürfen die Zuschauer dann, wenn sie wollen, dann selber noch machen. Das sind aber auch nur in Anführungszeichen, und zwar von Arceus und von dem. Von dem, wie heißt der, Mutterschleim oder was war das da, weißt du, wo wir den Boden so weggegraben hatten damals? Ja, ach, das Nest, die Nestmutter. Ja, genau, von denen beiden gibt es noch andere Varianten. Okay. Um die zu beschwören, muss man aber die Season-Events machen. Heißt einmal, wir hatten ja das Oster-Event, hattest du ja gesehen, dieses große Ei, was man hätte kaufen können. Mhm. Für die Ostereier, das ist ja Arceus dann eben, das andere Ei. Das ist eine leicht abgewandelte Version von Arceus eben, die spawnen und ein bisschen andere Drop-Chancen und so. Und für Nestmutter weiß ich gerade gar nicht, ist auch irgendein Season-Event, wo man dann auch da sich was farmen kann, um dann eben die Nestmutter in einer anderen Variation zu beschwören. Und auch da dann halt eben denn hin? Im Prinzip das gleiche. Ach, aber da ganz oben. Weil ich sterrörig bin. Das weiß doch jedes Kind. Nicht lang. Wir brauchen da eine Insel hin. Unverschämt. Was ist sowas von? Hier ist falsch. Eieiei. Spiel, wo ich mich so komplett drin rein verliebt habe, einfach, ja. Aber so in allem. Die Musik ist toll, die Grafik an sich ist natürlich nicht überragend, aber das ist sehr knuffig. Schön. Die Grafik, ja, ist knuffig. Alles toll gemacht, man Liebe zum Detail. Bosse sind gut. Ja. Das Gesamtkonzept von dem Spiel macht Spaß. Dass die Menge an Items, die da gibt und Eco und alles halt im Early Access schon. Also und die Entwickler sind echt. Geben alles, um das immer noch besser zu machen. Wie gesagt, ein Tier-Update halt jetzt demnächst dann noch und gegen Deko-Gegenstände soll man drehen können. Ich glaube, Glas soll kommen, hatte ich gesehen, mal ein Screenshot auf Twitter. Das ist halt Early Access. Dafür, dass das Early Access ist, also ich habe schon wesentlich schlechtere Early Access-Spiele gespielt. Ich habe schon wesentlich schlechtere fertige Spiele gespielt. Ja. Ja, das auch. Das auf jeden Fall. Okay. Das war gut. Ja, du kannst nicht an Land gehen, während es sich bewegt. Ich brauch's auch gar nicht. Du kannst ja einmal. Zack, zack, zack. Einmal kurz über Land. Ja, er war schneller, als du eben abzusteigen und über Land zu rennen, als nochmal drumherum zu fahren. Ja, das habe ich teilweise ja auch so oft gemacht, wo ich hier rumgesucht hatte. Hört doch mal auf, mich zu schießen, das ist doch Quatsch. Au. Da war eine Blase, die für dich gedacht war, wo ich durchgefahren bin. Zum Beispiel hier. Jetzt was aber im Bötchen. Legendäre Spitzhacke gibt es natürlich noch. Da müssen wir aber, glaube ich, den letzten Nebenboss quasi
Meine ich zumindest, dass der das Rezept dafür droppen lässt. Boah, keine Ahnung. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht weiter eingelesen, was Bosse angeht und was wovon droppt, was man alles machen muss. Naja, zum Ende hin halt erst mal zu gucken, was fehlt uns gegebenenfalls halt noch, was könnte man noch machen halt eben, wenn ich dann doch anhebt, was dann vielleicht. Ja, gut, das ist ja auch okay, wir haben ja auch soweit alles Mögliche selber gemacht und getan und schön drumherum. Und erkundet und endlich, wenn man sich mal anguckt, wo man manche, scheiße, wo man hier manche Sachen findet. Oder halt finden kann. Dann, kannst du ja gar nicht so machen. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist schon. Also A, gibt es hier so dermaßen viel Content einfach, den man machen kann. Und B, ist die Karte so riesig und du musst dann in bestimmten Gebieten, an bestimmten Positionen. Die gehören zu dir. Ja, hab ich dann auch gemerkt. Musst du in bestimmten Gebieten Abständen. Dann kannst du bestimmte Sachen finden und ja. Sorry. Was für Feine ist nix, sagt er. Ist teilweise schon ein bisschen absurd, sag ich mal. Ach, hier oben sind noch Gegner. Au! Aber ich meine, viele Sachen davon musst du ja auch. Du musst ja nicht den legendären Bogen holen oder den legendären Schwert holen oder. Das ist ja durchaus ohne auch machbar. Das ist halt ein cooles Bonus, wenn halt für Leute, die Bock haben, sich irgendwie noch zu suchen, so, ne? Ist das halt cool. Weil da einfach nochmal so ein bisschen extra Content ist, der auch gut belohnt wird. Weil die Sachen halt auch echt gut sind. Ja, ganz ehrlich, ich hab ein eigenes Safe-Game am Laufen. Geht immer noch nicht. Und auch wie gesagt, ich habe ein eigenes Savegame. Da werde ich dann definitiv auch mal reingucken. Oder das ein oder andere machen auf jeden Fall. Jetzt geht's. Ne? Ja. Jetzt konnte ich hier schlafen. Ja gut, wenn ich gewusst habe, dann schleim hätte ich auch andere Dinge schon mal mitnehmen können. Warte mal, ein Terrarium ganz gut austauschen. Was? Morpha, die akrobatischen. Akrobatischen, was wollen wir? Ruhrbläschen. Au, what the fuck? Ey, da war ich schnell durch. Das kriegst du zurück, mein Freund. Ah. So nämlich. Vorsicht, Rutschgefahr. Nehme ich nicht mit. Scheiße. Ah, wolltest du dir alles wegsnacken? Und was ist? Morphus. Hast du den falschen Item dabei? Ja, super.
4,7% Bewegungsgeschehen. Also ist halt eine Tasche, die auch 20 Inventarslots hat. Und dazu 4,7 Bewegungsgeschwindigkeit und 12% Bergbauschaden. Wow. Weiß nicht, ob ich die Rüstung da nicht inzwischen sogar besser finde. Also wenn du die haben möchtest hier. Die Rüstung. Die Octarientasche macht. Achso, 13 Rüstung. Ansonsten hätte ich noch mal fallen lassen. Ne, ich glaube nur die Kiste. Sieht mir sonst gerade nichts. Oder ich übersehe es. So, dann Bett mal eben einpacken. Ah, und was die Tasche halt auch nicht hat, ist, die hat kein Leuchten. Ist hier unpraktisch. Ja. Deswegen. Und jetzt, also die ist gut, aber weiß nicht, ob die jetzt besser als die Octarientasche finden soll. Also zumindest nicht, wenn man Bergbau finde ich cool. Ja. Also dass die Bergbau macht und Bewegungsgeschwindigkeit, das ist cool. Aber ganz ehrlich, mir fehlt dann das Licht. Ja. Da finde ich die kleine Tasche oder die andere Tasche halt einfach besser, weil die Licht macht. Ist zwar nicht viel, aber das ist halt einfach Licht. Jep, jep. So. Man hat das mal eben noch verräumen. Haben wir auch ein bisschen Platz. Ja, und dann nehme ich mir mal den Igneous-Skinner, der letzte Nebenboss quasi. Danach haben wir noch einen, ich wusste, dass das gerade ein Schleim war. Hätten wir den Terraria-Boss nämlich direkt machen können, den Ball, den beschwört man nämlich auf so einem Slime-Spot. Und den ersten Slime-Spot, da haben wir unser Haus drauf gebaut, quasi fast. Jetzt hier nicht direkt hier neben den Boss, ich weiß nicht, ob der den Haus gemacht. Deswegen gucken wir mal, wo er ist. Ganz da unten. Dann, warte mal, bevor ich jetzt wieder vergesse, gehe ich mal eben an den Gartentisch. Gartentisch ich auch mal eben nochmal. Eigentlich scheint das manchmal auch nicht mehr so richtig zu funktionieren, Gefühl. Egal, egal. Gehen wir dahin. Machen wir uns jetzt auch nicht mehr viel Gedanken nochmal machen für den letzten Boss. Nö, den machen wir jetzt auch weg. Peace. Und dann den Terraria-Boss, dann kommen wir direkt dran. Aber der wird jetzt. Ist, glaube ich, ein sehr früher Boss. Sehr gut. Wie geil ist das denn? Das Spiel hat geleckt, wodurch die Sachen nicht da waren. Als ich in die Holzfarm in den Raum gelaufen bin und jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Ich muss also einen Zaun abbauen, um da rauszukommen. Weil aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil wir gerade Kartentisch, weil meine Map hochgeladen wurde, deine Map hochgeladen wurde, das abgeglichen wurde. Das hat sie anscheinend nicht so ganz verpackt. Möglich, möglich. Wäre jetzt meine Vermutung, weil vorher lief es einwandfrei. Das ist ja erst passiert, nachdem wir beide an dem Tisch waren. Igneous, wir kommen. So, Gott, ja. Eingeholt. Ja, du hast mal deine Schieterfeder dabei. Ja, so für normale Laufen, muss ich sagen, ist echt super. Hm.
bringt dir aber nichts, wenn du vor der Wand rennst. Das stimmt allerdings. Auch schon quasi fast dran vorbeigelaufen. Nö, nö. Zu viel Zeug hier im Weg, ey. Ich glaube, das ist der Weg, wo ich da hinten am Arsch der Welt gestorben bin, den ich gegraben hatte. Nicht off-cam bin ich da, die Zuschauer immer ganz da, irgendwo bin ich gestorben. Ja, und dann muss ich wieder dahin. War irgendwie nicht so geil. Sagst du? Und meine ganze Kram für dieses Garabeus-Teil musste man hier halt für den Bus dann farmen. Und ja, die lagen natürlich alle in meiner Leiche da. So wie sich das gehört. Mein Gott, was ist das hier für eine Scheiße? Komm hier gar nicht drüber! Nein! Hast du Brücken mit? Vielleicht. Ich will auch nicht weiter. Oh. Ich hab natürlich vergessen, Brücke anzupacken. Das sieht doch schon vielversprechend aus hier. Auf ruhig? Komm da durch, ich hab auch noch ja inzwischen. Mühselig, sag ich mal. Hey, warte mal. Warst du schon mal hier? Wir sind noch gar nicht hier. Wirklich? Ich dachte, wir sind schon viel näher dran. Was machst du denn? Toto. Ja, aber du machst. Ich dachte doch nicht, dass wir hier lang müssen. Wir müssen doch gar nicht hier lang. Entschuldigung. Wir müssen auf. Voll abgedriftet vom Weg. Nee, nee, nee. Ja, ich hätte schon mal vor. Ob wir hier lang können. Gucken wir, ob wir da lang können. Ich sollte etwas essen. Machen wir mal. Ja, kein Problem. Weißt du was? Essen ist keine so schlechte Idee. So, der Weg sieht zu weit okay aus. Ja, komm, klar. Was dort hinter dir herrennt. Nicht. Hier kann man sich da mal durchgraben, bestimmt. Hier war wirklich fast da. Oh, ist doch eine dicke Wand, aber. Ja, wenn wir zu zweit machen, geht das ja. So, Lava Town. Thank you.
Scheiß Lavaboden muss auch nur einmal kurz angucken, ne? Ja, wenn ja, du ja zu nah dran stehst, bist direkt am Rennen. Nervig. Schon. Und da hüpft doch was. Kommt der Sache näher, glaube ich. Moin. Ja, da ist er. Ich sage dann auch ins Gefecht. Ja, ja, einen Moment. Du hast zu spät gesagt. Ich lenke den mal zur anderen Seite. Interessiert den noch nicht. Ja, interessiert den nicht, merke ich gerade. Ey, für Maschine wäre, ey. Will aber leben. Ist aber, glaube ich, auch der allerletzte, ne? Der allerletzte Boss quasi, also auch nur als Bonusboss natürlich gilt. Die Bonusbosse der jeweiligen Gebiete, glaube ich, immer höher als die Hauptbosse. Lebenstechnisch und schadenstechnisch. Der Lavaboden natürlich hier auch sehr. Lavaboden! Wow. Boah, er ist ja noch nicht mal halbtot. Was wir schon vergessen haben? Betten? Betten. Ja, er hält sie da durch. Und dann gehe ich mal ganz fix im Bett auf. Ja, geh mal. Nein, halte ich nicht. Ja, ich hab geschlafen. Ja, und ich wurde erschossen. Okay, warte mal, ich muss mein Bett mitnehmen. Ja, jetzt mein Bett im Grabstein. Ach, gib mir ein Bestes hier. Das ist ein Fall wieder runter. Jetzt Rager. Weiß ich nicht, wie gut ich das finde. Ich beeil mich. Der heilt sich ja auch super schnell hier. Ich weiß gar nicht warum. Ach, da hab ich gekillt. Ja, der ist auch, der hat in sich. Fies ist die Menge an Lavaboden, der da ist, ne? Ja. Macht es nicht gerade angenehmer, da zu kämpfen. Okay, ich dachte, ich kann ihn schießen, aber nein, er verdammt sich zu heilen. Wolltest du den denn schießen? Ich hatte den getroffen und der hat mich nicht angegriffen. Achso. Ich war genug wegstand, aber hat er angefangen sich zu heilen durch. Alter, ey, mach doch mal weniger Schaden. Ich bin einfach, ja, verbrannt. Alter Schwede. Vielleicht sollte man mal ein bisschen. Und den Gegner da wegmachen. Ach, ich. Alter Schwede, ey.
muss zugeben, damit ja, habe ich nicht gerechnet. Der ist ordentlich. Der ist echt ordentlich. Mein Rückweg müsst ihr euch auf jeden Fall nicht mehr angucken. Das Boden wegmachen drumherum müsst ihr euch auch heute nicht mehr mit angucken. Das machen wir jetzt alles so nebenher. Gegebenenfalls werden wir das vielleicht zusammenschneiden, falls wir den Bus jetzt noch schnell gelegt bekommen. Aber die Zeit ist an und für sich leider schon um, Leute. Dementsprechend ja. Wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Wenn wir Igneous, die geschmolzene Masse, ein wenig die Luft rausnehmen. Macht's gut. Ciao. Ciao.